Wo habe ich das? Da ist es hin. So. Tüdelü. So. Tüdelü, tüdelü. So, fällt dir der eigentlich gerade auf? Wir rotzen hier einfach mal gerade so eben irgendwie so ein Bibliotheksgebäude hin, wo wir bei manchen Gebäuden da mal ewig sitzen. Ja gut, wir haben ja hier in etwa ein Bild, was wir machen wollen, wie es aussehen soll, ne? Ja, also der Eingang muss noch ein bisschen verschönert werden und so. Ja, das da ist schon unten. Alles ganz klar. Aber erstmal das Grobe von innen, damit man so den Plan weiter hat. Der Grundplan sollte ja soweit schon mal der gleiche bleiben, behaupte ich jetzt mal. Ja. Weil, wie manche ja vielleicht wissen, dekorieren dauert meist länger als alles andere. Finde ich zumindest immer. So. Tu, 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 tu. So. Jawohl. Aus was wollen wir hier die Wände machen? Wollen wir es wieder raushalten? Hast du da jetzt alles Cobblestone gemacht, oder? Ja, weil ich finde, soll halt ein altes Gebäude sein. Irgendwie passt der Kabel ziemlich gut. Okay. So, dann mache ich das mal hier auch mit so. Mach das mal mit so. Dum, 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 dum. Schlau. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist mal wieder typisch Ballast, du. Und Alter, das muss ich mir den ganzen Tag antun. Ja, das weil wir nämlich immer den ganzen Tag miteinander reden. Das ist schon scheiße, ne? Warum habe ich dich kennengelernt? Scheiße. Ja, genau. Also. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mich kennenzulernen, lasst es. Ja, das hilft. Diese Worte der Warnung wurden gesponsert von Juvi. Genau. Oder lauft einfach schreiend weg. Hallo, ich bin Ballas. Was? Ballas, scheiße. Ich glaube, er wollte Ballas sagen. Oh ja. Yeah. Oh yeah, baby, oh yeah. Yo, baby, yo, baby, yo. So, schauen wir mal. Du hast nicht zufällig, Nein. Okay, dachte ich mir eigentlich. Was denn? Ein Ding. Nein. Das ist schlecht. Ich weiß noch gar nicht, was ich... Du willst die ganzen Wände hier mit Kabel verkleiden, nehme ich an, ne? Nee. Der Plan war eben, hier... Hier ist nix. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ja, hab ich. Okay, darum geht's mit. Alles klar. Schön. Kein Kommentar, einfach schwer ziehen. Ich spring mal derweil runter. So, das war schön. Oh Mann. Ich geh mal Holz holen. Darum lieben wir uns, ne? Ja. Es ist so diese nonverbale Kommunikation. Also die viel ausmacht. In Real Life hätten wir jetzt einfach stumm voreinander gestanden und einer wäre weggelaufen. Einer hätte den anderen erstmal angestarrt, so. Ja, der angestarrt zurück, peinlich berührt und geht dann. Das hast du gerade, so ein Blick, der so aussagt, das hast du gerade nicht wirklich getan, oder? doch. Oh mein Gott. Achso, Belegond, ich glaube, du hattest Unrecht mit dem Feuer und dem Regen, glaube ich. Nee, es hat mir schon lange nicht mehr geregnet. Stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass es klappt. Aber wir gucken uns das Ganze an. Zur Not mache ich es erstmal wieder neu an. Nur mal so, ne? Damit ich auch mal kurz darauf eingehe. Jo. Und damit wir aus dieser peinlichen Situation rauskommen, wo ich wieder Mist gebaut habe. Jawohl, der Ballast kommt vom Himmel geflogen. Der Ballast fliegt heute tief. Bist du auch da runter gesprungen, oder was? Ich habe eine Abkürzung genommen hier gerade. Also, wir sollten irgendwann mal eines Tages unsere ganzen gottverdammten Workbenches einsammeln, die überall rumstehen. Ich hab schon ein bisschen was mitgenommen. Zum Beispiel die eine auf dem Dach, da habe ich weg. Bete mich an, das Dach ist schon mal frei. Ja, auf welchem Dach? Ja, beim Haus. Achso,
ist da auf einem hinteren, in einem hinteren Dach an einem Haus auch nochmal eine, oder was? Nee. Okay. Und auf dem ersten Haus im Dorf hatten wir eine Workbench oben drauf. Ja, richtig. Scheiße, jetzt bin ich extra den weiten, weiten Weg zu meinem Haus gelaufen, um festzustellen, ich habe kein Holz mehr. Ich dachte, du hast keine Workbench mehr im Haus. Oh Mist, das ist ja doof. Tja, das ist natürlich dann unpraktisch. Kannst du vielleicht, hast du ein paar Bücher oder Bücherregal oder sowas noch? Weil dann bring da mal was mit. 7 kann ich dir anbieten. Ja, dann bring die einfach mal mit. Und Bücher auch noch, da habe ich auch noch ein paar. Und wir könnten mal die Kühe auch mal wieder melken. Opfern an unsere dunkle Gottheit. Ja, weil jetzt brauchen wir wirklich echt viele Bücher. Ich glaube, ich gehe die mal eben melken. Und dann gehe ich mal Holzfarmen noch ein bisschen. Also ganz wichtig, bevor du denen das Fell über die Ohren ziehst, ne, mach da noch mal mehr draus. Ja, stimmt. Gute Idee. Weil andersrum ist irgendwie doof. Erst ein paar kalt machen und dann so mehr draus machen, ist irgendwie schlecht. Ja, das stimmt. Das mache ich auch noch. Moment, ich muss jetzt erstmal kurz... Der Bars hat mal mitgedacht, was ist denn da los, ey? Mach mal schnell ein bisschen Werkzeug craften. Wer sind sie und was haben sie mit Ballast gemacht? Und jetzt muss ich mir noch irgendwie Weizen organisieren. Da habe ich aber hier unten noch irgendwo was. Wobei, ich glaube, wir haben auch im Bauernhaus noch was. Ja, wir haben ein ganzes Feld vom Bauernhaus. Ja, das auch. Aber ich will auch meine... Oh, guck mal, ich habe sogar noch 10 Leder, sehe ich gerade. Dann kann ich da sogar ein paar Bücher machen. Mehr Cobblestone. Dann crafte ich gleich noch ein paar Bücher zusammen. Jo, tu das. Und dann passt das. Das für ein schrecklicher Song, ey. Das ist hier unten, da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das hier unten dann design am besten. Irgendwie kommt mir Minecraft viel heller vor. Kann sein, also wie es aussieht. Also so, ich hab so teilweise das Gefühl, dass sich optisch zumindest vielleicht noch ein bisschen was zumindest getan hat mit dem 1.6 Patch. Wie gesagt, mir ist das ja nicht aufgefallen, also habe ich vorhin zu ihm gesagt. Also, wie gesagt, habe ich zumindest so teilweise irgendwie das Gefühl gehabt bisher. So. Pimpen, Guys. Lalala, du mit dem. Da. Das klingt so. Du mit dem und er mit und hier und hey. Und wer bist du denn eigentlich? Ach komm, hau rein. Hat der auch eine kleine Kuh gemacht? Hallo? Oh ja, die backt da oben rum. Tür zu. So, mal gucken, wie viele haben wir denn jetzt hier drin? Okay, dann heißt das heißt die hier weg und die da weg. Oh, das sind gerade... Hat der gerade 2 Leder aus einer Kuh gedroppt? Das ist ja fantastisch. Das kann schon sein, ja. Ich glaube, die können 1-3 Leder droppen oder so. Wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich nicht genau. Frag mich, ob sich das wirklich auch nach dem Alter der Kühe richtet. Irgendwie, aber weil hier ist jetzt wieder nix gedroppt. Okay, na ja, gut, keine Ahnung. Nein! Geh da rein, genau, gut. Brave Kuh. Ich bin keine Kuh, ich bin ein Schwein. Was? Sag mal, Zinzi, willst du mich verarschen oder was? Hier ist wieder ein bisschen mehr gedroppt. Jetzt habe ich insgesamt 16 Leder. Naja, immerhin. Ach ja, das Bauernhaus. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr drin. Das passt nicht ganz. Das geht hier oben nicht. Außer ich mach das Ganze... Ich Idiot, jetzt habe ich die Seiten nicht mitgenommen. Naja, dann gehe ich nochmal eben zurück. Es gibt jetzt übrigens auch Teppich. Hatten wir das am Anfang schon mit erwähnt? Ich hab's vergessen. Ich glaube nicht, nein. Teppich hatten wir noch nicht erwähnt, aber es gibt jetzt Teppiche. Genau. Also das quasi sehen aus wie Wollblöcke, die man halt auf den Boden legt quasi. Ja. Nur, dass man halt keinen doppelten Boden mehr einplanen muss. Genau, man muss keinen doppelten Boden mehr einplanen. Man kann aber auch nichts mehr draufstellen. Ja, das war auch das Erste, was wir erstmal ausprobiert haben. Da lang. Das haben wir erstmal getestet. Genau, aber... So sollte es nicht sein. Geht nicht. Mist. So, mal gucken. Bücher war gleich wie? Gott, so lange keine Bücher mehr gecraftet. 3 Seiten in der Mitte und ein Lederblock, glaube ich, drin. Ein Lederfell, ein Leder drin. 3 Seiten und ein Leder? Stimmt. Der Ballast kennt sich aus. Er und sein Brain. Ja, Master Brain hier.
So, okay, das heißt, jetzt habe ich schon mal ein paar Bücher mehr. Jetzt muss ich bloß noch Holz farmen. Yay. Yay, Holz. So. Wo geht man denn heutzutage hier gut Holz farmen? Wir haben hier so viel... Im Wald. Mach mal, das heißt, das erst heutzutage so... Nein, aber ich will unseren Wald jetzt da so nicht mehr so zerstören, weißt du? Das würde ich nämlich nicht? Ein bisschen schade finden. Ich habe hier vor der Bibliothek habe ich auch gerade noch mal ein paar Bäume gepflanzt. Da unten müssen wir eh noch mal ein bisschen dann ausmisten, ne? Ja. Soll ich umstellen oder geht das von der Helligkeit her? Im Moment geht das, denke ich. Also solange ich mich einigermaßen auf den Wegen befinde. So, es war's so. Huch, es ist Tag geworden. Wie geht sowas denn? Wie gesagt, jetzt hatte ich gerade einen Lag. Mir kommt Minecraft irgendwie viel heller vor, so von der ganzen Sache her. Okay. Na gut, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was? Also ich habe die Helligkeit bei mir sowieso relativ hoch gestellt, weil das sich das ja gewünscht worden ist. Alter, hier sind auch so geile Bäume entstanden und hier passen die auch richtig zu. Weißt du, hier so über die Brücke rüber zum Rathaus, da finde ich die dicken Bäume richtig, richtig geil. Warte, ich bin hier gerade irgendwie... Ich brauche Licht! So, geht doch, danke. Jo. Ja, so soll das passen eigentlich, so Pi mal Daumen. So, ich pflanze hier gerade auch mal so einen Haufen Bäume nochmal mit an. Einfach weil ich es kann mit meinem grünen Daumen. Boah. Mit diesem Daumen können sie bauen, was? Naja, mit diesem Daumen können sie hauen. Der war schlecht, ich weiß. Ja, aber egal, meiner war auch nicht besser. Nee. Aber egal, egal. Läuft. So, die Reihe muss noch weg. Oh, huch, hier bin ich schon beim Dorf, Leute. Krass. Weißt du, was ich schlimm finde? Dich? Nein, nein, jetzt mal ernsthaft. Es ist, wenn Begriffe wie zum Beispiel LOL oder ähnliches, wenn es in den normalen Sprachgebrauch mit einfließt. Ja, es kommt drauf an, wann der normale Sprachgebrauch ist. Ja, aber wie gesagt, also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie gut, das hat man, hört man ja auch immer mal wieder, wenn man unterwegs ist. Oder so, ne? Dass jetzt irgendjemand so ein LOL einfach mal raushaut, ne? Ja, wie gesagt, ich hab das auch öfter mal, dass ich das sage. Irgendwie. Also keine Ahnung, irgendwie finde ich das, also es fühlt sich für mich, also gefühltmäßig, ne, finde ich, wirkt es auf mich ein bisschen seltsam. Keine Ahnung, kann ich irgendwie nicht so ganz ab. Weiß nicht. Ich habe es mir irgendwie angewöhnt, also so richtig merkt man es halt, wenn ich vorm Rechner sitze und spiele. Ne? Also dann sage ich das häufiger, auf Arbeit natürlich nicht. Da denke ich mir das öfter mal. Lol. Er geht arbeiten. Also irgendwie hat sich das bei mir so eingetrichtert, ich weiß nicht. Kann aber auch nichts für. Klar kannst du da was für. Wenn ich so Begriffe höre, dann sage ich die auch immer öfter. Also wenn ich die viel höre. Atomroffel. Ja, wenn du das jeden Tag sagen würdest, 1000 Mal, dann würde ich es mir wahrscheinlich auch irgendwann merken. Okay, ich habe einen Plan, ich habe eine Mission. Also ich habe das zum Beispiel auch mit Dialekten ganz stark. Ja gut, Dialekte muss man sagen, das ist ja... Die gewöhne ich mir auch ganz schnell an. Gut, weiß ich nicht, wie schnell es bei mir geht, aber Dialekte... Also es gibt Dialekte, die finde ich sehr schön, es gibt Dialekte, die finde ich nicht so schön, aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Ja, das hatten wir. Uns gehen langsam echt die Themen aus, oh mein Gott. Bayerisches ist eine Zumutung. Was? Ja. Was? Was? Wer hat das gesagt? Ich würde sowas nicht sagen. Hier muss irgendein Außerirdischer sein, hinter mir oder so. Hallo, Außerirdische hinter mir. Habt ihr es gehört? Der gibt doch ganz komische Geräusche von sich, ich glaube. So. Nein, natürlich nicht. Ich habe jetzt mal wieder Holz mitgebracht. Yay. Holz. Und ich bin gerade so ein bisschen hinter unserem Dorf lang gelaufen und irgendwie müssen wir mit diesen Höhlen da später auch nochmal was anfangen, die da so sind, dachte ich mir dann so im Vorbeigehen. U-Bahn-Tunnel. Ja, das könnte man da zum Beispiel machen. Man weiß ja, in anständigen U-Bahn-Tunnel gehören Zombies. Ja. Zombies verstecken sich immer in U-Bahn-Tunneln. Ja, alternativ in moderneren, hier sagen wir,
Gruselsachen sind Vampire. Glänzende Vampire wahrscheinlich. Nein, nein, richtige, also so richtige Vampire, weißt du, so noch die, die so Leute töten und so. Achso. Also nicht diese Mädchenvampire hier von wegen so. Ich bin so toll. Das ist so böse. Alle beten mich an. Und ich glitzere im Sonnenlicht. Okay. Kommen wir wieder runter davon, von den Glitzervampiren. Das ist, ist irgendwie so ein Thema, weißt du, das muss man nicht näher ausführen. Nee. Das ist richtig. Obwohl man sagen muss, es wäre doch ein schönes Crossover hier, ne? Twilight und A Blade. Ja, wäre mal interessant. Wenn so ein Wesley Snipes da so langgerannt kommt und so glitzernde Vampire mit einem Katana zerschreddert. Ich glaube, das hätte schon was. Hätte schon was durchaus, ja. Nein. So. Damit hätten wir das erstmal.